Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten ausführlichen Gamescom-Video. Ihr wisst ja schon, aber trotzdem die kleine Notiz am Anfang, sage ich mal. Ich mache die ganzen Geschichten zum LS17 ja lieber ein bisschen ausführlicher. Deshalb heute mal wieder ein etwas längeres Video. Es geht jetzt um den LS17 und um die Gamescom. Ich habe hier mal so eine kleine Impression von der Gamescom vorne vor das Video gepackt. Aber keine Angst, es geht gleich los mit dem Gameplay, auch wenn wir hier schon auf der Leinwand sehen können, dass Basketball gespielt wird mit dem neuen Modus, dass man Dinge in die Hand nehmen kann. Übrigens ganz interessant, es war wirklich eine gute Stimmung am Stand und der Stand war echt groß. Also normalerweise war der vielleicht höchstens halb so groß, würde ich mal schätzen, wenn der überhaupt auf die halbe Größe früher kam. Und dieses Mal gab es ja auch keine anderen Spiele von Astragon. Dementsprechend war halt viel Platz für den LS. Ja, wir haben wie gewohnt leicht, mittel und schwer. Ihr könnt euch da unten die Notizen dazu durchlesen. Also es geht im Endeffekt dann um Fruchtpreise, um diese Düngung von dem Boden, dass das mehrstufig ist. Aber das Schöne ist, man kann sich das Ganze auch customizen, also individuell einstellen in dem Menü. Das ist wirklich geil. Ich glaube, ich werde auf mittel oder auf leicht anfangen und mir das dann so ein paar Punkte dann doch auch schwer drehen. Und auf Dauer werde ich dann wieso auch schwer gehen. Ihr kennt mich ja, ich habe ja eigentlich die LS immer gerne auch schwer gespielt. Wobei mir schon gesagt wurde, dass ja auch schwer wirklich jetzt knackig ist. Also es wird lange dauern, bis man dann auf die großen Geräte kommt. Ja, wir können unseren Charakter benennen. Auch ein wichtiges kleines Feature am Rande, sage ich mal. Finde ich ganz nett. Ich weiß nicht genau, wie das im Multiplayer ist, ob dann da der Username steht, also der, den man, also quasi den Charaktername, ich vermute mal. Ich war jetzt gar nicht in den Einstellungen, ich glaube, die waren eh gesperrt. Dadurch vermute ich jetzt, dass es so sein wird, dass wir diesen Charaktername jetzt im Multiplayer haben werden. Ist natürlich auch ganz witzig, kann man sich vielleicht auch mehrere Charakter machen und so weiter. Ja, Poplar, ein wichtiges Thema. Poplar sehen wir, haben glaube ich noch nicht so wirklich viele Leute erwähnt. Es wird Pappeln geben. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, weil außer dass es Pappeln geben wird, ist nichts bekannt zu den Pappeln, soweit ich weiß. Es gibt kein Erntegerät dafür. Ich blende euch jetzt mal hier ein schönes großes Bild ein von den Pappeln, wie sowas denn in echt aussehen könnte. Kein Ingame-Bild, ganz wichtig. Nicht, dass ihr mich hier später irgendwie, hey, du hast aber gesagt, das sieht so und so aus. Nein, sowas in der Art, denke ich mal, erwartet uns da. Aber ich kann es heute halt auch nicht versprechen. Es ist halt einfach noch nichts bekannt. Ja. Dann können wir natürlich hier Geräte und so weiter. Ich laufe am Anfang auch ein bisschen über die Map. Ich möchte einfach ein bisschen so möglichst viel Eindruck von der Gesamtsituation auf der Gamescom, von der Gamescom-Demo zeigen. Die Karte haben wir uns ja auch wirklich ausführlich angeguckt. Das fanden ja viele von euch auch richtig toll. Ich glaube, jetzt bin ich etwas asynchron zum Video. Ich muss mal eben einmal schauen. Ja, und da sind wir wieder synchron zum Video. Durch diese kleine, durch das kleine Einblenden, weil ich das Ganze ja hier quasi live bespreche, hatten wir das gerade so ein bisschen ungleichmäßig. Hier habe ich erstmal ein bisschen randaliert, Werkstatt. Ich muss auch zugeben, ich hatte am Anfang nicht so richtig den Plan, wie man das Ganze macht, wie man das so ein bisschen handeln kann, wenn man Dinge in der Hand hat. Aber was mir auch aufgefallen ist, um mal wieder was Negatives zu sagen, wenn man die Geräte einmal richtig blöd genommen hat und die so wie der Wagenheber auf der Seite liegen, dann ist es aktuell, zumindest bei der Gamescom-Demo, so, dass es im Endeffekt keine Chance mehr gibt, die wieder richtig zu drehen. Man kann sie ein bisschen durch die Luft schmeißen und schauen, dass sie wieder gerade liegen. Ich wünsche mir da persönlich so eine Funktion, was weiß ich, senkrecht ausrichten, sowas nach dem Motto, dass man halt einfach auch solche Sachen wieder gerade hinstellen kann, weil man wird es auch noch später sehen, wir werden auch noch ein Fahrrad umschmeißen und sowas. Es ist fast unmöglich, die Sachen wieder gerade hinzusetzen. Zumindest kam mir das so vor. Ich habe, glaube ich, auch hier speziell in diesem Video, ja genau, jetzt gehe ich nämlich erstmal auf die Suche nach dem Basketballkorb, weil der hat mir auf der FarmCon gut gefallen. Es war nur so ein Gimmick am Rande, aber trotzdem wollte ich da ein paar Bälle werfen und da habe ich jetzt ein bisschen gebraucht, bis ich den gefunden habe. Ich persönlich finde es aber ganz schön. Ich wollte das jetzt auch im Video drin lassen, einfach weil die Tageszeit ganz schön ist. Ich werde gleich ein bisschen spulen, dann geht es auch mehr Richtung Abend. Dann haben wir auch später noch Nacht. Und ich finde einfach, dass die Map auch, ich weiß nicht, ich finde die
Qualitativ, gerade was die Gebäude angeht und so, man sieht einfach, da hat sich was getan. Und auch Büsche und sowas haben wir ja jetzt auch, aber noch nicht so ganz so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist zumindest, sage ich mal, immer mal wieder ein Schritt in die richtige Richtung in meinen Augen. Und dementsprechend, ja, können wir doch sehr, sehr zuversichtlich sein, was den LS17 angeht. Schauen wir mal. Na, man kann sich auch wieder bücken hier oder hinknien. Besser gesagt, es gibt einen Stadtpark, also nenne ich dir jetzt einfach mal Stadtpark. Sowas ähnliches gab es, meine ich, auch schon auf der Westbridge Hills Map. Im LS13 Titanium, beziehungsweise im 15er war es ja auch dabei. Schon sehr, sehr cool. Da vorne haben wir die Mühle, die wir schon von diversen Screenshots kennen. Man kann hier, wenn man große Objekte hat, gut, die Mülltonne ist jetzt ein bisschen zu groß. Ich habe eigentlich gehofft, dass man die vielleicht aufmachen kann. Aber hier auch die Qualität von den Aufschriften und so bei so einer Mülltonne, das ist schon richtig, richtig geil. Ich finde mittlerweile eigentlich nur, dass halt so, es könnte irgendwie mehr Bäume, mehr Büsche teilweise geben. Aber jetzt auch nicht so in der Ecke, wo wir gerade sind, da ist das eigentlich ziemlich geil. Sondern so zwischen den Feldern, finde ich, fehlt mir einfach so ein bisschen, ja, Bewaldung, irgendwie so ein bisschen. Eigentlich eher Büsche, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das habe ich ja schon mehrmals gesagt und habe ich auch in einem Video zur Map gesagt. Aber das ist eigentlich auch so eine persönliche Kritik, sage ich mal, die jetzt nicht so richtig das Spiel angeht. Deshalb würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal weiter aufs Gameplay. Wir schauen uns mal diese Abladestation hier an. Es wird nämlich so sein, dass man von einem Zug auf den anderen laden kann und es Abladestellen gibt, wo man sehr, sehr wenig Platz hat oder halt das halt quasi schlecht mit dem Schlepper abladen kann und dann kann man halt den Zug benutzen und das quasi auf den Zug laden, vom einen Zug auf den anderen und dann an der Abladestelle wieder abladen. Finde ich natürlich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer vielleicht störend ist. Es ist halt wie so die Frage, wie das die Modmaps so machen. Ich habe hier versucht, diesen Scheinwerfer aufzustellen, aber leider. Ist der halt nicht an. Zum einen nicht an. Ich weiß nicht genau, wie das nachts ist. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ob der vielleicht automatisch ab einer gewissen Uhrzeit anfängt zu leuchten. Aber wie man hier sieht, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, den wieder normal hinzustellen. Aber es geht einfach nicht, weil der quasi starr in der Hand steht. Ja, eine der ganz schönen Ecken. Der See auf der Map mit der kleinen Insel obendrauf. Da sieht man auch so ein bisschen, sage ich mal, die Gene von der Sosnovka-Map, würde ich mal sagen. Was das Wasser angeht, sieht das ein bisschen wirklich aus wie im 15er Sosnovka, nur nochmal halt, ich sag mal, insgesamt runder und schöner natürlich. Wäre auch traurig, wenn nicht. Schließlich haben wir ein neueres Spiel. So, wir machen unseren Spaziergang mal weiter. Mittlerweile spule ich dann auch mal auf 120-fach und wir gehen mal weiter, 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 weiter. Da wäre ich richtig verbissen dabei, den Basketballplatz zu suchen. Das war eigentlich das Erste, was ich auch aufgenommen habe auf der Gamescom. Ich habe mich hingesetzt, angefangen zu spielen. Und dann haben wir erstmal den Basketballplatz gesucht. Da waren dann auch schon einige nette Leute von Giants Morgens da. Das war, glaube ich, am Mittwoch so um 8, 9 Uhr, also relativ früh, sage ich mal, als die Messe gerade aufgemacht hat. Da waren zum Beispiel Mad Max am Stand, Stefan Maurus, Fuig. Wer war noch? Ah, genau, ganz morgens waren auch noch Tobias da, also Tobias Räuber, der das Sounddesign macht, und Fructor, der ja auch schon mal bei uns in einem Video dabei war. Genau, hier nehme ich mal das Fahrrad. Ich glaube, das gelingt mir sogar. Ne, das fällt auch um. Also, das ist so eine Kleinigkeit, die mich stört. Für alle, die jetzt Angst haben, oh Scheiße, wenn man da irgendwas verschiebt, dann sieht der Speicherstand dann nachher blöd aus. Na, die kann ich beruhigen. Also wirklich, wenn der Speicherstand quasi resettet wird, wenn ihr das Spiel neu startet, wenn ihr quasi speichert, ins Hauptmenü geht und wieder ins Savegame rein, stehen Fahrräder, kleine Objekte und so weiter alle wieder so, ja, wie sie mal waren im Original. Ist, glaube ich, in einigen Punkten vielleicht auch nervig. Gut, die ganzen Objekte, die man bis jetzt da gesehen hat, haben keine Funktion. Aber so als Deko, wenn man sich irgendwo was hingestellt hat, ist es halt beim nächsten Mal resetten weg. Aber ich glaube, es ist insgesamt trotzdem sinnvoller, weil sonst liegt irgendwann alles mit diversen Teilen voll. Man kann ja auch Straßenschilder, wenn man die umgefahren hat, zum Beispiel so ein Stoppschild oder so, kann man das auch in die Hand nehmen. Das habe ich bei diversen Leuten gesehen, die mal ein Stoppschild umgefahren haben und sich das dann mit nach Hause genommen haben, so ungefähr. Naja.
Ich bin immer noch am Suchen und ich habe es immer noch nicht gefunden. Ich wusste noch, dass das ganz nah am Händler war von der Farmcon, aber mehr wusste ich auch nicht. Aber man merkt, glaube ich, auch gerade ganz gut bei meiner Suche, wie groß, wie vielschichtig dieser Ort ist. Gut, die Struktur von den Straßen her, so ein rechtwinkliges Raster ist natürlich an sich ein einfaches System, aber ja, jetzt sind wir im Fendt. Ich dachte, eigentlich habe ich den Basketballplatz gar nicht gefunden. Doch, der kommt noch. Da müssen wir jetzt einen Moment warten. Schauen wir jetzt erstmal ein bisschen Fendt in der Nacht. Ist natürlich auch schick. Auf jeden Fall sieht man in dem Ort schön, dass der wirklich eine Nummer größer ist als der bei Björnholm. Wobei ich den Ort in Björnholm noch an der Björnholm-Map mit am schönsten fand, muss ich sagen. Genau, jetzt fahren wir nämlich mit den 39 hier mit Doppelbereifung zurück zum Ort. Da sieht man auch schön die neue Lichtengine, wie das so funktioniert mit den Straßenlaternen. Finde ich ja doch schon schick. Also der ein oder andere meckert vielleicht, ey, das ist nicht genug, was ich grafisch getan habe. Ich persönlich finde, dass es doch schon wieder mal der gewisse Schritt in die richtige Richtung ist. Wie ich es eigentlich schon am Anfang mal gesagt habe, als es, ich glaube, um die Bäume ging. Ja, nachts vor allen Dingen die Fenster und so weiter, die sehen so geil aus, weil die so. Ja, die kommen einem auch so unterschiedlich vor. Also es gibt helle Fenster, es gibt dunkle Fenster, es gibt Fenster, die nur bis zur Hälfte beleuchtet sind, es gibt Fenster, die bleiben ganz dunkel. Das ist einfach so. Es wirkt dadurch so lebendig. Wenn die jetzt noch manchmal an- und ausgehen würden, das habe ich nicht gesehen, dann wäre es schon richtig krass, würde ich sagen. So, dann hat das einfach eine gewisse Dynamik. Boah. Denn so ein Fendt, 900er Fendt nachts sieht natürlich auch schon ganz schick aus. Hier mal unter der Brücke geguckt, wie es da so aussieht. Und wieder rein in den 900er. Da merkt man auch erstmal, wie breit so ein Schlepper mit Doppelbereifung ist. Auf diesem Highway ist das immer noch ein Brecher, auf jeden Fall. Schon heftig. Rechts am Stadtpark vorbei. Ich glaube, jetzt links rein geht zum Basketballplatz. Ich habe das extra, ehrlich gesagt, auch gemacht mit dem Schlepper holen. Das ist mir wieder eingefallen. Das ist ja doch schon nur einen Monat her, dass die Gamescom war. Und ich konnte ja leider vorher nicht das Video machen, weil mein PC kaputt war und so. Ich habe mir extra den Schlepper genommen, um dann halt so wie jetzt komplett raus zu zoomen. Und dann einfach quasi die Sicht von oben auf den Ort zu haben, um diesen Basketballplatz zu finden. Und den werden wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch gleich finden. Und dann sehen wir ein kleines Easter Egg, was ich vielleicht. Ja, doch. Doch, ich lasse es auf jeden Fall drin. Das ist dieses Feature, was Martin gemeint hat in diesem Gamescom-Interview-Video, wo es darum ging, dass es viele kleine Achievements gibt und sowas, wo. Außer die Leute, die es eingebaut haben, wahrscheinlich selber nicht wissen, dass es gibt. Eins davon habe ich halt auch schon direkt und na gut, nicht nur ich, ganz viele weitere auf der Gamescom, die Basketball gespielt haben, haben das, sag ich mal, herausgefunden. Die haben alle 3 Punkte geholt, aber mehr sage ich dazu noch nicht. Hier wird erstmal ein bisschen der Garten demoliert von mir. Also sowas geht auch. Man kann mit Linksklick, war das glaube ich, die Objekte in die Hand nehmen und mit rechts quasi wegschubsen, so von sich wegschleudern. Ich fände es natürlich auch schön, gerade wenn man jetzt Sachen in die Hand nehmen kann, wenn man doch irgendwann mal Arme bekommen sollte. Genau, diese Lichtobjekte, das war irgendwie so ein Bauscheinwerfer oder so, glaube ich. Den konnte man jetzt auch nehmen. Ah, genau, so ein Handscheinwerfer war das. Irgendwie ganz cool. Also vielleicht auch mal ganz witzig, wenn man irgendwie was im Dunkeln nachgucken möchte, kann man sich mal beim Hof hinlegen. Gut, man kann sich auch selber diese, im Endeffekt diese eingebaute Taschenlampe, die der Charakter hat, wenn man einfach F drückt, nehmen, aber so ist natürlich irgendwie schöner. Und gleich gibt es eine Explosion. Bam! Ja, neues Feature. Explosion gibt es leider nicht, aber wäre witzig. Ist halt die Frage, wenn hier die Hütte brennt, ist es vielleicht auch wieder nicht so schön. Und ist vielleicht auch nicht gut für die Jugend, also für die Jugendfreigabe. Es gab da jetzt schon diese kleine Aufruhr mit dem Tierschutzbund, der gesagt hat, dass das Schlachten so brutal wie möglich dargestellt sein soll, damit man halt einfach diese Brutalität des Schlachtens sieht. Ja, ich sag mal so, ich habe dem Ganzen so viel Aufmerksamkeit beigemischt, dass ich gar nichts dazu gemacht habe und ich finde es auch irgendwie Quatsch. Ich finde ja auch persönlich, dass man. Also im LS ist es ja im Endeffekt gar nicht Schlachten, was man mit den Schweinen macht, auch wenn es natürlich logisch ist. Weil das Fleisch nun mal verkauft wird. Aber man verkauft das lebendige, komplette Schwein hier im LS. Und der Metzger
schlachtet es dann halt. Dementsprechend ist es halt, also hat man selber mit dem Prozess des Schlachtens eigentlich nichts zu tun. Ich persönlich fände es sogar interessant, wenn man das noch ein bisschen, sage ich mal, bewusster bekommen würde, dass sie jetzt geschlachtet werden. Aber das kann man sich ja eigentlich denken. Einfach weil, ich finde, gerade auch, wenn es darum geht, das Spiel dann irgendwie ab einem gewissen Alter freizugeben, dass auch kleine Kinder ruhig wissen dürfen, dass die Wurst auf dem Brot aus Schwein ist und das Schwein geschlachtet wird vom Bauern. Das ist, weiß nicht, also ich finde, das darf man als Kind ruhig wissen. Auch wenn es natürlich tot und so weiter ist, dann natürlich nicht so toll, aber so ist es halt. Und so wollen wir das ja im Endeffekt auch, die meisten Menschen. Also Fleisch auf den Tisch. So, da habe ich ein bisschen geübt. Mal gucken, wie das so wird, wenn man das Spiel zu Hause hat, ob man sich da ein bisschen, sag ich mal, reinsteigern kann. Oh, 3 Punkte geholt. Unlock. Yay. ja, und da war der Ball weg. Da habe ich angefangen, ich wollte so dribbeln andeuten und habe dann mit Leertaste quasi immer Sprung, Sprung, Sprung gemacht. Und weg war der Ball. Ist gerade auch episch, ne, bei der Beleuchtung irgendwie. Also ich muss schon sagen, das Licht macht gerade auf dem Ort, also im Ort, auf diesen, mit den ganzen Laternen und so weiter schon extrem viel her. Wo es auch viel her macht, ist, wenn man einen schönen großen Schlepper hat mit vielen Arbeitsscheinwerfern und so auf dem Feld. Ja. Nächste schöne Geschichte von der Gamescom. Es gibt jetzt die Spanngurte, das wissen wir schon seit der FarmCon. Jetzt könnt ihr die euch auch angucken. Wir haben sie ja schon auf der FarmCon gesehen. Die kann man alle losmachen. Es gibt da quasi immer diese Abstände, dass man die alle halbe Meter oder so an dem Anhänger festmachen kann. Gut, Ballen, wie man sieht, too heavy, zu schwer. Die können wir jetzt nicht von Hand bewegen. Die wiegen ja auch einige 100 Kilo. Das wäre ja auch ein bisschen, ja, es wäre ein bisschen schwer. Da wären wir doch schon sehr mucki, Mann. Aber da kommen wir, denke ich, auch später nochmal zurück. Wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen das Feld hier an. Zum einen mal ein bisschen die Texturen. Man sieht auch am Rand, dass die Bäume sich, ja, ich sag jetzt mal, im Wind bewegen. Es ist eigentlich mehr so ein leichtes Wabern, was die machen. Also die schwanken so ganz leicht hin und her. Man sieht da jetzt noch nicht irgendwie, dass es auf der Map eine Windrichtung gibt oder so, aber sie bewegen sich immerhin. Was ja eigentlich auch mal ein Fortschritt ist, weil die Bäume, die waren ja quasi komplett, immer komplett starr und ja, fast tot, möchte ich mal sagen. Ja. Das ist eigentlich die Geschichte, die sich bei den Bäumen geändert hat. Genau darauf warte ich eigentlich schon seit dem 15er. Und ich bin froh, dass das jetzt gekommen ist. Hey, wer ist denn da? Ich überlege gerade, von welchem Entwickler das der Nacken war. Gut, jetzt zeigen wir noch den Ponzer. Ich glaube, das war Stefan Maurus sogar. hat man jetzt natürlich schlecht erkannt. Aber ich meine, der hat mir da noch irgendwas erklärt, ganz am Anfang. Oder es war Mad Max. Gut, ja, wir fahren weiter mit dem Scorpion King. Damit habe ich auch noch ein paar Sachen gemacht. Da konnte man jetzt im Vergleich zum LS15 im Forst noch nicht die Mega-Änderungen feststellen. Was randommäßig mal passiert, dass man quasi beim Ernten von dem Holz, also quasi beim Schneiden von dem Holz, dann entastet ja der Buffalo, sorry, der Scorpion King, das. Den Ast entsprechend, den Stamm und dabei kann der die Rinde verlieren. Und zwar nicht nur Rinde ab oder Rinde dran, sondern auch so Zwischenstufen, sag ich mal, dass ein Teil der Rinde weg ist, so wie ich das gesehen habe. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich nett aus und ist auch sowas, was weiter so ein bisschen den Forst ein bisschen optisch schöner macht. Aber so vom Handling her konnte ich keinen großen Unterschied feststellen. Der Ponzo ist mindestens genauso schön, der ist, glaube ich, nochmal ein bisschen aufpoliert, sage ich mal. Und was auf jeden Fall da ganz nett ist, man kann ja die kleinen Stämme in die Hand nehmen. Ich werde das jetzt, glaube ich, gleich mal ausprobieren. Wir machen ja gerade 2 Meter Holz. Ich weiß nicht, ob ich das schon in die Hand nehmen kann oder ob das zu klein ist. Müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht wird hier gleich auch mal ein Baum quasi entrindet. Ah. Ich muss ja zugeben, es ist eine ganze Weile her, dass die Gamescom war. Ich wollte das Video eigentlich schon deutlich eher machen. Das sollte eigentlich mal das erste Video sein zu Gamescom. Aber zum einen wäre das einfach zu lang geworden, um das noch vor Ort in Köln zu schneiden. Und zum anderen war dann ja mein PC kaputt. Deshalb hat es jetzt wirklich so lange gedauert. Aber eigentlich ist es doch auch ganz schön. Ihr hattet ja trotzdem einige Videos von mir, über 1 Stunde Videomaterial zum LS mit Sound, mit Map und so weiter.
Und so habt ihr jetzt noch die, ich sag mal, einen Monat bevor es jetzt wirklich dann mit den LS17 losgeht, nochmal so ein bisschen viel, also eigentlich doch schon nicht nur ein bisschen viel, sondern wirklich viel Gameplay-Material, was ihr euch noch anschauen könnt. Und ich persönlich, einige werden wahrscheinlich meinen, ja gut, kannst du doch besser eine News machen. Gut, die Stämme werden jetzt entrindet. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Also die Rinde geht halt ab und es gibt platzierbare Haufen. Und was fällt mir denn jetzt noch so spontan von der Gamescom ein? Ja gut, die Nacht sieht gut aus, die Spanngurte. Das kannst du ja auch in einem 5-Minuten-Video packen. Aber ich persönlich, wenn ich nicht bei der Gamescom gewesen wäre, dann hätte ich mich darüber gefreut, wenn jemand ein Video gemacht hätte, wo man möglichst viel sieht einfach. Und das man bringt halt einfach so ein langes Video. Wer keine Zeit hat, sich alles anzugucken, kann sich aber ein kurzes Video angucken oder nach kurzer Zeit abschalten. Das ist ja jedem freigestellt. Aber ich möchte einfach so viel Material wie möglich zeigen. Das war bei diesen Gamescom-Geschichten schon immer bei mir so. Hier hat man schon gesehen, wie der Baum am Ende seine Rinde verloren hat. Ja, ich glaube, ich steige auch gleich nochmal aus und gucke mir das an. Oder wollte ich erst noch schauen? Man merkt auch, ich bin so ein bisschen, dadurch, dass ich das Spiel morgens mit Controller gespielt habe, war ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrt. Ist nicht so ganz meine Welt, der Controller. Das ist einfach nicht so mein Metier. Ich bin eher so der Tastaturspieler und dementsprechend habe ich halt einfach das Problem mit dem Gamepad, dass ich dann auch manchmal ein bisschen steuerfaul bin. Man hat das gerade gesehen, der Kopf vom Fellerbündler. Oh, oben kommt gerade die Radio, also Country Radio Einblendung. Man sieht dann nämlich immer oben schön, als in diesem grauen Fenster, wenn man einen Radiosender gerade abspielt. Da bin ich wohl versehentlich mit dem Gamepad, wie gesagt. Damit komme ich nicht so klar auf irgendeine Taste gekommen, mit der man das Radio verstellt. Leider habe ich hier jetzt gerade auch keinen Ingame-Sound, sondern nur quasi Sound von der Messe und der ist extrem leise, weil es halt eigentlich nicht schön ist, sage ich mal. Beziehungsweise es ist halt einfach 1000 Störgeräusche in der Halle von 100 verschiedenen Ständen und ganz viel, ja, diverse Geschichten, sage ich mal, ganz viele Gespräche, die man so halb mitbekommt, irgendwelche Moderatoren, die 50 Meter entfernt gerade irgendwelche Sachen verschenken und da sowas. Und dementsprechend habe ich mich ja dafür entschieden, den Ton jetzt wegzulassen. Da hat jemand eine Kamera gewackelt. Manche haben mich gefragt, warum ich keinen Stativ benutze. Ja, das tue ich, aber wenn die Kamera hinter mir steht, kriege ich das manchmal leider nicht mit, wenn da jemand ranstößt im Vorbeigehen oder sowas. Sowas gibt es halt leider immer wieder. Gerade wenn man jetzt nicht diese 5-Minuten-Videos macht, sondern einfach mal eine Stunde filmt, dann, weiß nicht, dann passiert das halt einfach mit der Zeit schon mal eher, als wenn man nur mal kurz irgendwas macht. Ja, hier sehen wir auch wieder schön, deshalb stehe ich hier gerade. Den einen Baum da vorne, der ist ein bisschen kahler und hat schon ein bisschen Rinde verloren. Die halt generell dieser Wind in den Bäumen, den sieht man hier schön. Ich finde auch, also ich bin wieso gespannt, wie es das Ganze dann so. Man müsste eigentlich auch mal Windgeräusche haben, ist mir dazu gerade eingefallen. Ich bin mal gespannt, wie dann so die Ponsemaschinen auch wirklich im Wald sich anhören. Weil wir haben ja vor Gamescom schon ein bisschen was gesehen. Mal schauen, wie das so wird. Also aber generell gibt es so viele Sachen, wo ich gespannt bin. Pappeln ist auch so eine Geschichte, wo ich mir einfach denke, boah, was kommt da auf uns zu? Ja, und da haben wir nochmal ein neues Spiel gemacht. Ab jetzt spielt, meine ich, Nico, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Probiert selber nochmal ein paar Sachen aus. Auch noch ein paar Sachen mehr, sag ich mal. Erstmal geht er aber zügig ins Spiel. Ich glaube, Nico. Er legt auch nochmal auf ein paar andere Sachen Wert als ich. Also ich habe mir, habt ihr ja gemerkt, einfach so ein bisschen speziellere Sachen angeguckt, sage ich mal. Basketball, den Forst und so weiter. Einmal Nikos Arm im Bild. So, für nächstes Jahr muss ich mal schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ganze in voller Qualität mit einer Capture Card aufzunehmen. Aber ich finde, dass die Qualität gar nicht so schlecht ist. Das ist jetzt mit meiner Panasonic G70 abgefilmt in 4K und runterskaliert auf 1080p, weil ich noch nicht meine Leitung habe. Und wenn dann so ein Video von einer Stunde wäre, dann so, weiß ich nicht, 15, 20 GB groß, daran würde ich dann halt einfach eine Woche hochladen mit meiner 16.000er Leitung. Also eine Woche durchgehend PC an hochladen und das geht dann irgendwann nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, jetzt spielt Nico gerade. Das war auch ziemlich gewollt so von mir, da sage ich mal, dass ich das dann filme. Einfach weil ich glaube, er achtet einfach auf andere Dinge, geht dann automatisch zu anderen Dingen und deshalb ist es für euch, glaube ich, auch nochmal ein interessanterer Einblick. Boah, ich finde die Gebäude, diese Rampen auch cool, die Strohhaufen vorhin zusammen mit den Strohballen.
In diesem Strohverkauf Unterstand, wo wir gerade durchgerannt sind, sind auch richtig geil. So, erstmal kleine Übersicht. Was gibt es alles? Ich finde auch persönlich, das ist jetzt vielleicht mal so ein bisschen off-topic nebenbei, dieser Dell-Monitor. Ich sage jetzt absichtlich den Namen, man sieht ihn ja eben im Video. Das ist kein Product Placement, sollte man vielleicht dabei sagen. Aber ich finde, das war, meine ich, ein 2K-Monitor, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass der ein verdammt gutes Bild hat. Also sowohl von den Farben als auch von der Schärfe sah das richtig gut aus. Man sieht es ja vielleicht auch noch so ein bisschen so im Video, klar, wenn man es abfilmt und dann nochmal von YouTube encodiert wird, dann ist es halt eine andere Qualität, als es eigentlich mal im Spiel ist. Aber man sieht, glaube ich, dass das gar nicht so schlecht ist. Ja, man kann jetzt Geräte filtern, das zeigt Nico ganz schön, dass man quasi sagt, ich möchte ein Gerät zurücksetzen und das ist ein Frontgewicht und dann blende ich mir alle anderen Geräte, Ernter, Anhänger, Ernter, Anhänger, Schlepper aus und dann bleiben halt die Frontgewichte, da kann ich dann durchblättern. Also diese Menüs sind schon um einige Funktionen reicher, die, glaube ich, einiges an Zeit dann teilweise sparen. So, alle Tachos schön animiert, das war sofort so, oh Nico, also das sind so Sachen, die Nico dann als erstes auffallen und Dinge, die mir vielleicht nicht so als erstes auffallen. Nico hat sofort, oh, guck mal die ganzen Anzeigen, also Drehzahl, Geschwindigkeit ist ja was, was im 15er dann auch, glaube ich, schon größtenteils animiert sein sollte, aber jetzt ist halt auch so Geschichten wie Sprit und sowas und ich glaube, Ingame-Uhr haben einige auch, also quasi Ingame-Uhrzeit. Hier sind nochmal die Menüs, aktives Bremsen, sprich, wenn ihr quasi S drückt, dass es dann nur bremst. Wenn man lange S drückt, im alten LS war es ja so, dass man irgendwann wieder rückwärts fährt. Das kann man jetzt quasi ein- und ausschalten, genauso wie manuellen Motorstart. Also das sind quasi auch diese Funktionen, die ich angesprochen habe, die man sich so customizen kann. Ja, und hier habt ihr gerade was gesehen, die Rückfahreinrichtung vom Valtra. Beim Valtra ist es ja so gelöst, dass der dann hinten noch ein extra Lenkrad hat. Es gibt ja auch Schlepper, da dreht sich das Lenkrad quasi mit der ganzen Konsole. Ich persönlich muss sagen, ich finde es ziemlich geil, gerade beim Valtra. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, der Fendt hat die auch und der Zug hat die auch gehabt, aber das werden wir dann noch zeigen innerhalb dieses Videos. Da sieht man es schön von außen, wie sich der Sitz dreht, alles wunderbar animiert. Dann sitzt auch da die Person. In der Außenansicht hat die auch die Hände am Lenkrad. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ich finde es irgendwie, also immer wenn ich Rückfahreinrichtungen sehe, habe ich Lust, Gras zu ernten, Gras zu mähen damit. Und dann gibt es ja jetzt auch ein paar neue Sachen. Ich glaube, einmal von Leli gibt es jetzt ein Mähwerk, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann müsst ihr dann auf der Farming-Simulator-Seite gucken. Da werde ich aber noch 2, 3 Wochen warten, bis ich ein zweites Video zu den Fahrzeugen mache. Einfach, weil ich dann nicht für jedes Fahrzeug ein extra Video machen möchte. Das macht mir persönlich zu viel Arbeit und ich finde auch einfach diese kurzen Videos, das ist einfach nicht mein Geschmack. Die würde ich mir selber nicht so gerne anschauen. Deshalb mache ich es lieber ausführlich, wie auch heute schon gesagt. Ja, was hier ganz auffällig ist, da steht sogar ein Feuerlöscher. Das habe ich, glaube ich, noch nie in irgendeinem Schlepper gesehen im LS, beziehungsweise gerade in einem Standardschlepper nicht, in einem Mod vielleicht. Man sieht auch schön den Verschluss von dem AdBlue-Behälter links. Und jetzt geht's auf die Biogasanlage. Und hier ist Nico richtig abgegangen an der Stelle, weiß ich noch. Weil Nico ist ja Silo King Fan. Man sieht es vielleicht auch, er ist erstmal stehen geblieben. Er hat den, glaube ich, auch schon so gefühlt aus 500 Meter Entfernung gesehen, so zielstrebig, wie er da auf einmal hingefahren ist. Und da war dann für uns halt klar, Silo King ist dabei. Und die Texturen davon, die Aufschriften und so weiter, sind richtig geil. Mittlerweile ist ja auch bekannt, dass Silo King auch Mischwagen und so weiter macht. Da könnt ihr auf der Seite gucken, was Silo King alles schon, sage ich mal, bekanntermaßen dabei hat. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal die Biogasanlage an. Ist eine neue, sage ich mal, mehr oder weniger neu. Grundlegend ist ja eine Biogasanlage meistens ähnlich aufgebaut. Hier drin auch schon mal nicht schlecht. Ja. Das sind einfach so Sachen. Da muss ich auch, das finde ich einfach, wenn unterschiedliche Leute spielen, dann merkt man einfach, dass das Augenmerk auf was anderem liegt. Die Sachen hier, also ich glaube, den Silo King Fermenter hätte ich nicht gefunden, beziehungsweise erst deutlich später und vielleicht hätte ich ihn übersehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber hier auch die neuen, ja, wieso neu, die neuere BGA mit den schöneren Gebäuden und so ist schon gar nicht so schlecht. Hier haben wir so eine Lücke im Zaun,
Da dachte Nico erst, das wäre ein Fehler. Da haben wir, glaube ich, dann noch mit Mad Max gequatscht. Aber das ist so, da steht ja auch ein Schild, das soll so sein, dass da quasi kein Durchgang ist. Aber man muss ja auch manchmal auch da runter, deshalb, genau hier. Privatgelände, kein Durchgang. Boah, ich muss sagen, gefällt mir immer besser. Wenn ich die ganzen Sachen jetzt nochmal sehe, dann kommt nochmal bei mir so richtig Gamescom-Stimmung hoch, jetzt nach 4, 5 Wochen. Manche Texturen fallen manchmal etwas nach unten raus. Also gerade das eine Ticket, was da drauf war, hier Ticket sage ich schon, die eine Aufschrift, dieses eine Schildchen, das war von der Textur her nicht auf dem Level von dem Silo King oder hier. Was steht denn da? Ah, das ist eine Heizung, glaube ich, ne? Hier haben wir die ganzen Geräte wieder, die man in die Hand nehmen kann. Ich persönlich muss das natürlich sofort machen. Nico hat es auch gemacht. Das ist irgendwie, glaube ich, als LS-Spieler sehr, sehr ungewohnt, wenn man auf einmal so dynamisch, sage ich mal, mit der Welt umgehen kann. Und deshalb muss man einfach die Grabbelpfoten benutzen und irgendwas damit machen. Ach genau, Nico hat direkt mal so ein kleines Physikexperiment gestartet. Die Kabeltrommel aufs Dach quasi, so wie man das auch in echt macht. Also wer transportiert seine Kabeltrommel nicht auf seinem Schlepperdach? Gerade wenn es eine schöne Valtra-T-Serie ist, dann muss das ja sein. Man sieht schon, die wackelt und wutsch ist so runtergerutscht, aber das wird auch in echt nicht halten. Das glaube ich nicht. Einmal rasant um die Kurve, dann liegt die sonst wo. Ja, da oben noch eine Überwachungskamera. Das sind schon echt alles nette Details, die man eigentlich so gar nicht von Standardgebäuden, von Standardgeräten gewohnt war. Teilweise auch so Gardinen und sowas. Das ist alles schon viel detaillierter, als man es gewohnt ist. Dieses Gerät lässt mich ehrlich gesagt darauf schließen, dass es eventuell Stiel gibt. Vielleicht hat man das gesehen. Meiner Meinung nach ist das zumindest Stielorange. Also dieser, was war das hier? Freischneider oder wie die heißen, womit man halt Gras und sowas schneidet, was wir da gerade hatten. Das ist doch eigentlich zumindest Stielorange. Vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen belehren. Aber für mich sieht das aus wie ein Gerät von Stiel. Stand natürlich jetzt auch keine Marke drauf, deshalb ist es halt so die Frage, Object to Heavy, also Moped fahren geht leider nicht oder Moped tragen wäre es dann ja im Endeffekt. Klar, so ein Moped wiegt ja auch ein paar Kilo, das möchte man nicht unbedingt tragen. Ich glaube, diese Silos sind ähnlich wie die auf der Sosnowka, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Die Sosnowka-Biogasanlage habe ich relativ wenig benutzt, muss ich ehrlich sagen. Eingängen von den Silos sind immer diese, ich sag mal, die Trigger markiert, wie weit die denn gehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn es jetzt platzierbare Haufen ge gibt, die werden ja wohl im Silo nicht funktionieren. Aber dieses Dachgeschoss, sage ich mal, ist super schön, einfach mit diesen Balken und so weiter, alles richtig geil von den Texturen her und vom Modell her. Also die Balken sind nicht nur in der Textur, sondern richtig im Modell. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Kann ich schon so sagen. Ja, unser Güllebehälter hier, da sieht man auch, wo der Gülletrigger ist. Ich schätze mal, dass das damit zu tun hat, dass man nicht in diesen Bereichen abladen soll, also platzierbare Haufen machen soll quasi. Wobei es eigentlich kein platzierbarer Haufen mehr ist, sondern einfach einen wirklich überall abladen. So. Boah, auch wenn ihr mal auf die Stufen achtet, die sind unterschiedlich dreckig von den Texturen her. Das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Auch hier diese Warzenbleche heißen die, glaube ich, ne? Die sind schon ziemlich interessant, auch ungleichmäßig von der Textur her. Ist schon irgendwie cool, also dass die quasi ungleichmäßig dreckig sind. Boah, die Gülle sieht mal nach Gülle aus, würde ich sagen. Auch dieser leichte Glanz da drauf an den Stellen, wo sie halt quasi noch einen hohen Wasseranteil hat, wo sie feucht ist. Schon sehr, sehr cool. Man sieht auch wirklich, dass es ja wie in echt, es gibt ja immer diese Schicht, die auf der Gülle treibt, an Feststoffen, sage ich mal. Das sieht man hier auch richtig schön dann bei der Gülletextur. Aber wir brausen jetzt erstmal von der Biogasanlage ab. Haben genug von der Biogasanlage erstmal gesehen und gucken mal, was wir als nächstes so entdecken. Erstmal fällt auf, dass mit dem Valtra kann man auf jeden Fall auch zackig Kurven fahren. Wenn man jetzt nach rechts schaut, obwohl das habe ich glaube ich schon auf meinen, ja, das habe ich schon bei meinem Map-Review gezeigt, da ist so eine Pipeline, sage ich mal, den Berg hoch. Ich glaube, das ist ein Wasserkraftwerk. Das erinnert mich persönlich total an GTA und so, weil diese amerikanischen Maps haben diese Geschichten auch immer alle. Ja gut, es gehört vielleicht auch einfach so ein bisschen in dieses amerikanische Thema rein. Gold Quest Valley hat ja nun mal auch dieses amerikanische Thema, genau wie eine
GTA 5 Map zum Beispiel. Und deshalb sollte man da ja auch so vielleicht zwei, drei Merkmale sehen, an denen man festmachen kann, dass es sich um Amerika handelt. Und eins davon ist dann wohl auch dieses Wasserkraftwerk. Ja, hier haben wir einen Kran links. Den habe ich aber auch schon bei meinem Map Review gezeigt. Dementsprechend werden wir dem jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie sich Nico entschieden hat. Auf jeden Fall hat er erstmal angehalten. Es ist ganz interessant. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Im Hintergrund ist es ja jetzt gerade ziemlich still wahrscheinlich. Ich habe den Sound von der Messe extrem weit runtergedreht. Aber ich gerade habe den halt noch ein bisschen an. Deshalb höre ich immer, wie Nico und Mad Max sich unterhalten. Und manchmal bin ich auch dabei. Ist gerade ein bisschen verwirrend, ich muss das mal etwas leiser machen. So, fahren wir mal die Landstraße runter. Irgendwo waren, glaube ich, auch noch Sonnenblumen angebaut. Die sehen wir bestimmt auch später noch. Wobei ich mir nicht sicher war, bin, ob die voll ausgewachsen waren. Wenn die voll ausgewachsen sind, ist es auch so, dass die sich mit der Sonne mitdrehen, der Kopf von der Sonnenblume. Das ist, glaube ich, auch was eine Frage, die sich viele gestellt haben. Ist ja auch in echt so, dass man, also wer vielleicht mal eine Sonnenblume, genau, da oben sieht man, wie die Leute über diese Brücke laufen. Ich finde auch, das Spiel wirkt echt super wie auf diesen Screenshots. Da hat man diese Leute da in der Brücke ja auch gesehen und so. Es ist schon, auf der Gamescom war man dann schon wieder irgendwie so richtig in diesem Feeling drin. Von wegen, boah, endlich das, sage ich mal, live spielen, was man jetzt wochenlang vorher schon auf Screenshots gesehen hat. Gut, ich war natürlich wieso schon ein bisschen vorgeschädigt, dadurch, dass ich bei der FarmCon war, habe ich natürlich auch schon ingame-mäßig ein bisschen was wirklich an Gameplay gesehen. Hat ja auf mich auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Da haben wir ein ganz langes Video zur FarmCon gemacht. Zwei lange. Wer die sehen möchte, vielleicht, wenn ich dran denke, packe ich euch die in die Beschreibung, wer die noch nicht kennt. Ansonsten gibt es auch noch ein LS17 Soundvideo, wo es 20 Minuten lang quasi jeden Sound von den Geräten unterteilt lasst. Sounds vom Getriebe und so weiter, dass man sowas mal hört, gibt. Das kann ich euch auch mal verlinken. Und dann gibt es halt auch noch ein Dreiviertelstunde, 50 Minuten Video, wo es primär darum geht, wie die Map jetzt so aufgebaut ist, wie die aussieht, wo wir im Endeffekt eine große Rundreise über die Map machen und uns den Hof angucken, Schweine, Verkauf, Schweineankauf, Schweinestall und diese Geschichten. Ich finde es interessant, dass dieser Fluss so durch den Ort durchgeht und auch unter den Highway lang. Also es ist wirklich so ein bisschen mehr verflochten miteinander. Wenn ich an die alten Maps denke, ich habe ja letztens vor kurzer Zeit noch den LS8 mal gestreamt für 2-3 Stunden, da war es immer so, oben in der Ecke ist der Ort, in der Mitte ist der Hof und rechts ist die Verkaufsstelle. Das ist natürlich jetzt beim 8er schon extrem vereinfacht, sage ich mal. Aber wenn man jetzt den 11er zum Beispiel nimmt, da war es dann auch so, in der Mitte ist ein Berg, da drüber ist der Hof, links ist ein See und links unten ist der Hafen, so ungefähr. Und jetzt hat man halt so ein bisschen die Vernetzung, dass sich auch so kleine Highlights an der Landschaft ineinander überlaufen. Genau, Nico musste sich auch nochmal ausprobieren. Mal gucken, ob Nico das schafft. Ich weiß es gar nicht mehr. So, ich wünsche ihm auf jeden Fall jetzt viel Glück. Hoffentlich holt er sich auch seine 3 Punkte. Ich merke langsam, dass ich heiser werde. Ich bin wieso ziemlich untrainiert, was Aufnehmen angeht. Seitdem ich jetzt nicht mehr zur Schule gehe und nicht mehr ganz so viel Zeit habe, merke ich, dass ich nicht mehr so viel wie früher stundenlang schnabbeln kann, ohne dass mir das nicht auf die Stimme geht. So. So, jetzt nimm dir den Ball, Nico, und... Nico! Also, manche hätten jetzt ja Bu gesagt, das war jetzt nicht so stark. Aber, lassen wir uns überraschen. Das könnte was werden, wenn das jetzt richtig macht. Ja, na, auf dem Rand, ja. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Also ihr könnt sehen, vielleicht auch so mal im Multiplayer untereinander einfach mal ein paar Körbe werfen. Das kann schon mal ganz witzig sein, so als Gimmick zwischendurch. Ist natürlich jetzt nicht das Hauptfeature vom Spiel, das weiß ich selber. Aber ich finde es witzig und deshalb möchte ich es hier eigentlich
auch gerne zeigen. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, hey, zeig doch mal die Landwirtschaft, das ist der Landwirtschaftssimulator. Aber wir haben schon einiges gesehen und wir werden auch gleich noch einiges sehen vom Acker. Dementsprechend kann man sich zwischendurch auch mal hier so einen Korbwurf leisten. Auch wenn Nico sich hier gerade doch etwas noobig anstellt, aber ist auch nicht ganz so einfach, muss ich ehrlich sagen, wenn man es noch nie vorher gemacht hat im Spiel. Und? Yay! Auch einmal 3 Punkte geholt. Tipptopp. So muss das sein. Hat er gut gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal hier den Caterpillar an, zusammen mit dem großen Lemkengrubber. Man sieht übrigens auch schön, achso, das zeigt Nico gleich, glaube ich, eh ziemlich exakt. Die ganze Hydraulik und so weiter, das Gerät, da kann man mal schön drum rumlaufen, wie detailliert dieser Caterpillar auch ist. Man sieht, das ist dieser MT-800, der offiziell noch nicht bekannt ist, der offiziell noch nicht dabei ist. Man konnte bis jetzt nur offiziell den MT-900 sehen, das ist der Knicklenker mit Reifen. Und dann den MT-700, das ist quasi die kleinere Raupe. Schon sehr, sehr geil hier, wie die sich aufklappt, muss ich ehrlich sagen. Also von den Aufklappanimationen gehört das definitiv zu den schönsten Geräten. Auch beim Absenken gleich, dann winkelt, also jetzt gerade stehen ja die äußeren Teile vom Grubber angewinkelt. Und beim Absenken werden die dann halt quasi wieder horizontal zum Boden ausgerichtet und senken sich dann ab. Also schon sehr, sehr cool. Man merkt auch, Nico hat sich da sofort so ein bisschen dran verliebt. Erstmal ein- und ausklappen und dann nochmal ein- und ausklappen. Das ist schon ganz cool. Ich finde auch, dass die Berge im Hintergrund richtig gut aussehen. Gerade was auch die, ja, die Pixel angehen, sage ich mal, was die Schärfe angeht. Es macht einen sehr scharfen Hintergrund, dieser, ja, wenn ich an den 13er denke und so, dann war das meistens mehr so, ich sag mal, so ein stimmungsvoller Hintergrund. Und hier hat man halt wirklich so ein bisschen Landschaft in der Ferne. Und die auch noch so scharf dargestellt, dass es glaubhaft wirkt. Also es, man macht jetzt nicht den Eindruck, das ist wirklich ein Bild, sondern von weiter weg könnte man den Eindruck haben, dass die Map dahin wirklich weitergeht. Da sieht man auch, wie die Last auf den Schlepper ist, dieses beim Anfahren, dieses Moment, sag ich mal, wenn der Grubber halt mit der Leistung, die der benötigt, in den Boden packt. Die ganze Animation sieht richtig, richtig gut aus. Man sieht nicht nur, dass der Boden halt aufgeworfen wird, sondern sobald man schneller fährt, halt auch, dass Erdkrümmel da fliegen und dass es staubt. Persönlich, also ich persönlich fände es ja auch cool, wenn es vielleicht einen Unterschied geben würde, wenn es gerade regnet, dass es dann nicht so staubt. Und wenn es trocken ist, dass es dann staubt. Ich weiß nicht, ob es das gibt, habe ich bis jetzt zumindest noch nie gesehen. Ich denke auch mal nicht, aber das fällt mir gerade so ein, das wäre eigentlich mal ein nettes Gimmick. Dürfte ja in echt dann eigentlich auch nicht mehr so stauben, weil das Wasser ja dann den Staub bindet. Ja, schon schick. Also Caterpillar. So eine Raupe. Man muss auch sagen, ich habe mir die vom Fahrverhalten her sehr, sehr komisch vorgestellt im Vorhinein, als ich immer die Caterpillar-Bilder gesehen habe. Sorry, Caterpillar. Ich sage immer Caterpillar, aber ich weiß nicht wieso. Challenger natürlich. Challenger-Raupe. Wenn man sich die anschaut, dann denkt man, die hätten ein komisches Fahrverhalten und die haben ja auch ein Lenkrad und keine Joysticks oder so. Das ist, es ist irgendwie ein bisschen strange, dachte ich, aber so mit dem Gamepad muss ich sagen, die waren schon, haben sich jetzt nicht so gesteuert, dass ich sagen würde, das ist irgendwie komisch, sondern das war schon sehr, sehr nachvollziehbar. Aber das ist so eine Sache, die vielleicht auch gar nicht so LS17-mäßig ist, sondern halt eher, ja, wie soll ich sagen, es geht weniger um den LS17 als um dieses, um die Bauart von Schlepper, um diese Raupen. Erstmal ein- und ausklappen, kann man sich ja mal gönnen. Schon geil, ne? Also, ich weiß nicht, ich hab gerne immer mal wieder euer Feedback in den Kommentaren. Was hält ihr so davon? Ihr habt ja jetzt ja wirklich heute dann nochmal einiges an Material zum Spiel und der eine oder andere freut sich hoffentlich darüber, dass ich dieses Video noch gemacht habe. Ich glaube, es haben doch auch noch viele Leute darauf gewartet. Hier ist dieser Kuhstall, der auch leider wieder getrennt vom Hof ist. Ich persönlich finde es ja am schönsten, wenn die ganzen Zuchtanlagen, sag ich mal, zum Hof dazugehören, aber das sieht auch wieder jeder anders, beziehungsweise ja, in manchen Regionen ist es auch halt einfach unterschiedlich geprägt, sag ich mal. Man sieht dieses Lenkrad, das finde ich vom Challenger ein bisschen komisch, weil das diese Kerbe drin hat, wo man wahrscheinlich seine Hand reinlegen soll, also, weiß nicht, mit dem
Ja, mit diesem Konzept von Raupen finde ich, kann ich mich noch nicht so richtig tausendprozentig anfreunden, aber es war besser, als ich gedacht habe. Aber man ist ja nicht darauf angewiesen, die zu kaufen. Deshalb, man kann ja auch andere große Schlepper kaufen. Ich bin mal gespannt, ob der Fan 1050 ins Spiel finden wird. Das wird bestimmt auch so ein Gerät, was sich viele Fan-Fans dann wünschen und gerne kaufen möchten. So. Jetzt macht Nico hier mal ein bisschen Land unter. Da sieht man auch sehr, dass der springt. Also man merkt irgendwie wirklich, dass der Grubber eine gewisse Leistung braucht, wenn der im Boden ist. Das sieht man zum Beispiel, ich glaube, Nico hält jetzt nicht an, sondern zieht die Bahn durch. Aber wenn er anhält und dann wieder anfährt, dann sieht man halt, dass er erstmal, sage ich mal, er braucht erstmal ein bisschen Drehmoment, ein bisschen Traktion, die er aufbauen muss, bevor er das Ding gezogen bekommt. Und dementsprechend sieht das auf jeden Fall auch realistischer aus als im LS15. Wobei manche natürlich immer noch, also es ist ja sowieso immer die Diskussion, hey, der letzte LS sieht ja aus wie dieser LS, so ungefähr. Es ist natürlich auch irgendwo, es ist schon mittlerweile eine sehr gute Grafik, finde ich, aber es ist natürlich so ein gewisser Stil. Es ist nicht so ein fotorealistischer, was weiß ich, Crysis, also Crytek Engine Stil, sondern es ist halt so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Bilderbuch vielleicht. Aber ich finde, dass es trotzdem sich einfach doch noch immer mal wieder deutlich weiterentwickelt. Und es ist halt die Frage, die Spiele, die so versuchen, so fotorealistisch zu sein, da fallen dann, finde ich, immer Kleinigkeiten, die nicht so gut gelungen sind grafisch, viel mehr auf als hier zum Beispiel, wenn hier mal, wie vorhin, ein Schild mal eine etwas matschige Textur hat. Das stört eigentlich fast gar nicht, wenn man nicht gerade direkt davor steht. Und wenn alles fotorealistisch ist und dann hast du so ein Objekt, was so ein bisschen rausfällt, was ein bisschen einfacher gemacht ist, dann denkt man sich direkt immer so, nee, das sieht nicht gut aus. Ja, mit dem Teleskoplader haben wir nicht ganz so viel gespielt, zwar auch etwas, aber das Problem war einfach, dass wir mit dem Gamepad nicht klar kamen, ehrlich gesagt. Also da sieht man einfach, wir sind PC-Spieler und keine Konsolenspieler. Dementsprechend, ist das natürlich aufgrund von fehlender Vorerfahrung alles fahrerisch eher auer, könnte man sagen. Da kann man aber beim Manitou auch auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen, so wie zum Beispiel bei dem Holmer DLC auch. Es gibt die Lenkarten, sprich Hundegang, Allradlenkung, Heck- und Frontlenkung. Konnte man hier auf der Gamescom auch ausprobieren, müsste man darauf achten. Sieht man vielleicht im Video nicht ganz so super, aber so ein bisschen sollte man erkennen, dass man das Ganze umschalten kann. Ich wusste gar nicht, dass die Teleader auch einen Krabbenmodus, also diesen Hundegang, Krabbengang haben, wo der halt so seitlich versetzt fährt. Das war mir jetzt neu, aber im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich dann auch nur eine Software-Sache, wenn die Möglichkeit wieso besteht, dass man jedes Rad einzeln gelenkt werden kann. So, dann wollen wir mal die Spanngurte lösen und wir verschieben mal ein bisschen die Ballen. Was ich dazu vielleicht noch extern, sage ich mal, von diesem Video sagen kann: Ich habe bei einigen Leuten, sage ich mal, über die Schulter geschaut auf der Gamescom, die mit den Ballen gearbeitet haben. Es ist wirklich so, dass die Ballen Bomben festhalten. Also ihr könnt quasi über Kopf einen Abhang runterfahren und die Ballen verrutschen nicht, wenn die mit Spanngurten befestigt sind. Die Spanngurte attachen die Ballen, egal wie miserabel der Fahrer die Ballen auf den Ballenwagen gelegt hat. Solange sie drauf sind, werden die festgemacht. Das ist auch ganz interessant zu wissen. Und es ist möglich, so Sachen wie Schaufeln, Gabeln, Frontlader-Equipment auf den Ballenwagen zu legen und auch zu attachen. Das ist nicht so ganz optimal, weil man sieht den Spanngurt zwar, der ist dann aber quasi einfach glatt über den Anhänger gespannt und die Schaufel hält dann. Da haben sie wohl ein bisschen Problem, quasi diese Umrisse abzufragen, dass dann vernünftig dieser Spanngurt darüber gelegt werden kann. Aber zumindest, dass man das damit transportieren kann, dass es hält, das ist auf jeden Fall gegeben. Ja, wir hauen hier mal ein paar Ballen drauf. Ich glaube, das gibt gleich wieder Fiasko, obwohl Nico fährt. Der ist manchmal eigentlich dann doch recht behutsam dabei. Auf jeden Fall habe ich halt schon oft gesehen auf der Gamescom, wie Leute die Ballen wirklich hingelegt haben, wie sie auf gar keinen Fall sein sollten und trotzdem haben die Bomben festgehalten. Ja,
Hier sieht man auch, haben sich schön angepasst an den Ballenstapel. Auch wenn der jetzt ja auch alles andere als gerade liegt. Gut, jetzt können wir die nochmal festmachen. Ich glaube, an die Rundballen haben wir uns gar nicht getraut, aber ich bin mir nicht sicher. Nico probiert nochmal was, alles klar. Nochmal ein bisschen umplatzieren und dann wird gleich nochmal ein Spannrohr drauf gemacht und ich glaube, dann hat er getestet, ob die Ballen sich in Kurvenfahrt und sowas bewegen. Ja. Absenken. Gut. Steht jetzt natürlich ganz weit vorne auf der Kante, aber trotzdem Spanngurt drüber und ich verspreche euch, es wird bombenfest halten. Der eine Ballen in der Mitte ist jetzt noch nicht mit Spanngurten befestigt. Man sieht übrigens auch hier schön am Feld diese Pfützen, dass sich da so ein bisschen was, sag ich mal, optisch an diesen Feldwegen geändert hat, dass es auch grafisch dargestellte Pfützen gibt. Außerdem sieht man ja auch, das habe ich ja schon zur Farbenkon gezeigt, dass wenn man Gewicht anhängt, dass der Reifen halt deformiert wird, also quasi, dass man die Belastung auf der Achse, die dann auch quasi auf den Boden wirkt über den Reifen, sieht, indem dass das Gummi vom Reifen sich halt in der Form verändert. Und hier sieht man schon, der eine Ball in der Mitte ist ganz bewusst nicht mit Spanngurten befestigt, damit man sieht, wie der Unterschied ist. Also dass der sich durchaus bewegen kann und die anderen nicht und nicht einfach alle fest sind oder alle locker. Oder macht Nico den jetzt doch wieder? Okay, jetzt macht er einen los. Sollte aber trotzdem noch halten, vermute ich. Genau, der Ball, der Rundball ist jetzt runtergerollt, der hat ja gar keine Spanngurte gehabt. Die hinteren fünf großen Ballen sind ja befestigt mit einem Spanngurt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Ups, da ist er rausgesprungen. Und da geht es erstmal in den Zug. Aber auf jeden Fall, das hält Bomben fest. Ich dachte, sein Test wäre ausführlicher gewesen. Aber manchmal war es auch so, dass wir Sachen nochmal explizit nach dem Film getestet haben und das deshalb dann nicht im Video ist. So, jetzt erstmal ein bisschen mit dem Zug hin und her rollen. Ich meine, hier testen wir jetzt auch die Rückfahreinrichtung, genau, hier sieht man schon Farmsilo, 500.000 Liter Kapazität. In dem Zug sollen irgendwie 200.000, 250.000 Liter reinpassen, in diesen Waggons, so wie ich das verstanden habe. Also auch auf jeden Fall einiges. So, und da können wir oben rein betreten und dann natürlich Sachen wie Holz verladen. Wobei ich da gespannt bin, also der Greifer an sich ist cool, der hat auch einen richtig großen Durchmesser, da kann man sich mal auch wirklich einen Schwung an Bäumen mitnehmen. Aber ich persönlich weiß nicht, ich kam im Standard LS, außer im LS13 damals mit Forest Mod, nie so gut mit Greifern und Holz klar. Das habt ihr auch im Forstprojekt damals oder vor einigen Wochen noch immer gesehen, dass wir uns eigentlich beide immer darum gestritten haben, dass wir nicht mit dem Forwarder fahren wollten. Alle wollten immer Ernter fahren, weil das einfach einfacher ist. Aber man sieht schon, also das Handling ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt, es hat halt auch einfach einen schönen Durchmesser. Also ich glaube, je nach Stammdurchmesser kann man da auch mal 5-6 Stämme reinpacken und den Waggon von der Lok mit wenigen Greifern mal eben komplett voll machen. Ja, die Sachen dann mit dem Buffalo zum Zug bringt oder so, oder halt mit LKW, obwohl dann würde ich sie vielleicht gleich bis zum Sägewerk fahren, wenn sie schon auf dem LKW sind, ist es ja eigentlich unnötig, die nochmal umzuladen auf den Zug, außer man fährt so gerne Zug, dass man das gerne hat. Ich persönlich bin ja jetzt auch nicht der, also ich finde Züge, ich habe nichts dagegen, ich finde es auch witzig, dass sie ins Spiel gekommen sind, aber ja, ich bin jetzt nicht so der Zugsimulator-Fan oder so, deshalb ist es auch für mich nicht so das Killer-Feature. Wobei ich sagen muss, dass der Zug vom Modell her auf mich einen sehr guten Eindruck macht. Ich bin ja kein Zugkenner, habe ich ja gesagt, aber so grafisch sieht der Zug echt gut aus. Diese Rungenauflieger, dann hinten die für Schutt gut, diese Waggons, das ist schon ganz cool. Man sieht hier auch die Unterscheidung in einen Anhänger für Zuckerrüben, in einen Anhänger für Hackgut, glaube ich, und in einen Anhänger für Getreide. Das ist dann immer in groß auf die Seite drauf. Ja, grafisch dargestellt.
Und jetzt nehmen wir mal den Fendt. Da haben wir auch noch ein bisschen mit rumgespielt. Schön den großen Flug dran. Und gleich mal absenken. Ist auch schön gemacht, finde ich. Generell dieser Flug von der Größe her auch was sehr Praktikables, sage ich mal. Wenn man wirklich jemand ist, der dann demnächst mit aktivierten Modus spielt, dass man fliegen muss, nach jedem dritten Mal ernten, dann ist das, glaube ich, ein Flug, den sich viele dafür gönnen werden auf Dauer, einfach weil er ein bisschen mehr Schlagkraft hat als so ein 4-Schar oder sowas oder 5-Schar oder 6-Schar. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind 12-Schar, wenn ich mich nicht täusche. Und dann halt auch unterteilt, damit kann man halt schon mal ein bisschen Fläche fertig machen. Andererseits braucht man dafür natürlich dann auch seine 300, 400, 500, also ja, 350, 400 PS würde ich mal schätzen. Sollte man da schon vorhängen. Ein bisschen mehr ist natürlich gerade bei solchen Geräten nie verkehrt. Aber man sieht auch, das ist eigentlich ein kleiner Kritikpunkt, der, also ich finde wirklich, dass man nicht zwangsläufig einen dynamischen Boden braucht. Auf lange Sicht hin hätte ich den gerne. Aber ich finde gerade bei so Sachen wie Kartoffeln und wie beim Pflügen, da sollte dieser Effekt, dass die Erde halt umgeworfen ist und sich dann nachher auch ziemlich uneben auf unterschiedlichen Höhenniveaus befindet, der sollte irgendwie auch wirklich ja vom Modell her, vom Boden her dargestellt werden und nicht nur als Textur drauf liegen, wie man es im 13er kennengelernt hat. Auch wenn es im 13er natürlich schon fast ein Feature war mit den Kartoffeln und so, dass man so ein bisschen diesen dreidimensionalen Effekt im Boden hatte, aber mittlerweile finde ich den einfach ein bisschen zu schwach, muss ich ehrlich sagen. Also da müsste mehr Bewegung wirklich im Boden sein, dass man da wirklich was umformt. Und wenn es auch nur so ein bisschen grafisch ist oder dass man irgendwie mit dem Schlepperreifen dann mehr da einsinkt oder sowas, à la Echtoane, das ist glaube ich im LS15 der Mod, der sowas bewirkt. Ja, aber das ist halt auch irgendwie wieder Geschmackssache. Einige schreien ja auch nach einem Boden wie in Spin Tires. Ist auch sicher ein geiler Boden, aber ich persönlich würde mir den im LS niemals wünschen. Der ist viel zu komplex, sage ich mal. Der wird ewig viel Zeit in Anspruch nehmen auf dem Feld, damit dann zu arbeiten. Aber so ein bisschen dynamisch, so ein bisschen, dass man Fahrspuren hat, so ein bisschen, dass man beim Pflügen da, dass sich da was tut, das würde ich mir langfristig schon wünschen. So, mal ein bisschen rückwärts fahren. Ich glaube, jetzt probieren wir nochmal die Rückfahreinrichtung. Genau, jetzt dreht sich nämlich alles mit Seitenkonsole, mit Lenkrad nach hinten. Die Person ploppt wieder auf und man kann jetzt wunderbar rückwärts fahren. Ist natürlich auch wieder, also weiß nicht, also ich sehe da eigentlich so ganz klassisch die Verwendung zum Mähen, sage ich mal. Am besten dann mit so einem Butterfly-Mähwerk, wie es zum Beispiel in dem ersten Teaser zu E3 zu sehen war. Und das war eigentlich für mich eine kleine Überraschung, wie viel sich doch, sage ich mal, als wahr erwiesen hat aus diesem E3-Teaser. Ich persönlich habe diese Belastung auf den Reifen gesehen, dass der halt, also diese Luftdruckregulierung habe ich gesehen und mir gedacht, ach komm, Quatsch, das kommt niemals. Und genauso dasselbe im Endeffekt bei der Rückfahreinrichtung, wobei da war ich mir nicht ganz sicher. Und jetzt sind sowohl Rückfahreinrichtungen als auch diese Wheel Deformation gekommen. Wir werden jetzt noch ein bisschen schaufeln, ein bisschen auf den platzierbaren Haufen zeigen. Es ist wohl wirklich so, dass man eigentlich überall abladen kann. Man kann auch mit der Schaufel quasi übers Feld fahren und es wird Gülle ausgetragen. Es liegt dann sogar etwas auf dem Feld, aber so generell muss ich sagen, es wäre einfach viel schöner, wenn es wirklich eine Textur gab. Genau hier einfach mal irgendwo was hinkippen geht auch. Aber es ist abgesichert, sage ich mal, dass man nicht einfach einen Anhänger irgendwo hinkippt. Das geht zwar, den Anhänger irgendwo hinzukippen, aber man muss eine andere Taste drücken als nur Q, wie an der Abladestelle, einfach damit man sich nicht versehentlich die Maps voller Haufen kippt, weil man sich mal verklickt hat oder so. Hier mal ein kleines Experiment von Nico. Sieht jetzt ein bisschen aus wie Gülle-Mod, also wie Gülle-Mist-Mod. Und der Boden ist jetzt tatsächlich quasi gedüngt dahinter. Das sieht man, die Textur ist so ein bisschen dunkler, abgedunkelt worden vom Spiel, das kennen, denke ich, die meisten LS-Spieler unter euch, dass das jetzt quasi gedüngt ist. Aber so gut funktioniert es leider nicht. Wir werden gleich auch nochmal kurz den Mischstreuer anschmeißen, meine ich.
Und da ist es leider nicht ganz so schön dargestellt. Da ist dann der Boden zwar gedüngt und die Animation vom Miststreuer ist auch wunderbar, aber man sieht immer noch nicht, dass quasi Fetzen, Brocken vom Mist auf dem Feld liegen. Das wäre natürlich auf Dauer noch ein Feature, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Diese ganzen Überlade, also quasi das Auskippen von der Schaufel, finde ich ziemlich schön gemacht. Es ist nicht mehr, ich glaube im 15er war es mehr so, das hat so ein bisschen den Eindruck erweckt wie so ein Wasserfall, wie so ein Bach. Und hier ist es mehr so, dass auch mal ein bisschen was gefühlt so daneben geht, würde ich mal fast sagen. Kann man ja genauer gleich nochmal drauf achten bei der nächsten Schaufel. Also es ist einfach so ein bisschen loser Feld und nicht so als Bach, wie das, glaube ich, im 13er und 15er mehr der Fall war. Ja, aber man sieht, der platzierbare Haufen, das ist super dynamisch, also egal wo man was hinkippt, egal wo man eine Schaufel wegnimmt, das wird alles so, sage ich mal, realistisch berücksichtigt, dass man den Eindruck hat, hätte ich das jetzt in echt gemacht, dann hätte das denselben ja, Eindruck erweckt. Und ich persönlich freue mich total auf die platzierbaren Haufen. Gerade hier dieses Szenario, ich sag mal, erstmal Mist zum Feld bringen. Und dann mit einem Miststreuer ausfahren ist natürlich ein Szenario, was man da gebrauchen kann. Aber gerade bei Rüben wird es, denke ich mal, ziemlich interessant, dass man Rüben mieten einfach macht. Und mit diesem dynamischen Haufen kann man natürlich auch eine richtige Miete machen und nicht mehr, wie mit platzierbaren Haufen ganz viele runde Haufen aneinander. Aber manche werden sich jetzt denken, was ist überhaupt mit den Rüben? Man braucht ja eigentlich dann eine Maus, um die zu ernten. Beziehungsweise um die dann abzufahren vom Feld. Es gibt ja noch nichts Offizielles, aber inoffiziell hat sich Holmer dazu ja Info vor 2 Jahren geäußert und hat gesagt, dass deren Rübenmaus im LS ist und deshalb kann man jetzt, denke ich mal, die Vermutung haben, dass es dann bald im LS17 soweit ist, dass es die geben wird. Und das wird natürlich schon geil, ne? Da kann man dann schon mal richtig Meta machen, dann vielleicht generell das Holmer-Equipment dazu nehmen, Terra-Variant, wenn die dann im 17er dabei sind. Aber das denke ich auf jeden Fall. Das DLC aus dem 15er war ein sehr, sehr geiles DLC auf jeden Fall. Der Terra-Variant, ein Gerät, ein großes Gerät mit richtig Power, hat damals richtig Spaß gemacht. Ich finde ehrlich gesagt auch, dafür, dass sich ansonsten an den Boden vom Feld nicht so viel getan hat, grafisch, finde ich die Texturen zumindest schön. Also mit nicht so viel grafisch getan hat, meine ich, dass es nichts im Sinne von dynamischem Boden oder sowas gibt. Ja. Da sieht man auch schön dieses Abschiebeband im Anhänger, was dann den Mist quasi nach hinten raus befördert. Das sieht man hier von oben schön und das wird auch berücksichtigt bei der Plane vom Mist. Das ist wirklich schön gemacht eigentlich. Also nicht nur eigentlich, das ist schön gemacht. Ich wäre mal gespannt, wie das aussieht, wie so ein Mischstreuer ganz voll ist. Wir hatten jetzt nur 2 Schaufeln Mist drin. Deshalb, ja, ist es natürlich jetzt noch nicht, sage ich mal, der Megatest. Aber ich hoffe, nach über einer Stunde Material von der Gamescom konnte ich euch einige interessante Einblicke gewähren in das Spiel und hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen, was euch vielleicht noch fehlt, was ihr euch noch wünschen würdet oder was euch jetzt überrascht hat, wenn euch irgendwas gefreut hat, dass irgendwas vielleicht zu sehen war, was bis jetzt noch nicht so bekannt war, dann freut mich das auf jeden Fall. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao.